Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2 mit mir, Floppy, von Of Games and Tales. In der letzten Folge haben wir quasi einen Anspruch auf dieses Herzogtum Spoleto fingiert. Wir können ihn aber leider nicht durchsetzen, da die Kronautorität zu hoch ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir die entweder verringern können oder wie wir anderweitig an diesen Titel kommen. Entweder durch Erbe, ich meine, das ist eine Herzogin, wir könnten ihr ein Kind machen, etc. Aber sie hat schon einen Sohn, das wäre ein bisschen umständlich, den müssten wir dann erst einmal beseitigen. Oder aber, wir versuchen, die Kronautorität zu verhindern, indem wir eine Fraktion starten, beziehungsweise, die haben wir schon gestartet, wenn wir unsere Forderungen dann durchsetzen. Das könnte aber gefährlich werden, weil wir bloß 86% der Lehnstruppen besitzen, also von der gleichen Größe. Und viel Geld haben wir gerade auch nicht übrig, um Söldner anzustellen. Es gibt aber noch einen anderen Weg, den wir einschlagen können und den unser guter Herzog Pando Junior, auch genannt der Thronräuber von Benevento, tun kann. Es ist möglich, seinen Fokus, sein Ziel im Leben zu ändern, und zwar zur Intrige. Und vielleicht schaffen wir es, unseren Lehnsherrn, den guten König Adelchis von der Lombardei, gefangen zu nehmen und dann unsere Forderungen ihm vorbringen. Falls er Nein sagt, kommt es zum Krieg, aber wir haben ihn gefangen und zugleich 100% Warscore. Das bedeutet, so können wir auch die Kronautorität senken. Wir können aber theoretisch dann in, wenn wir so vorgehen, auch die Unabhängigkeit fordern oder irgendjemand anders als als Königin einsetzen, und so könnten wir das ganze Königreich erben. Das ist interessant. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Lasst uns den Gedanken mal zu Ende bringen. Wer hätte denn theoretisch einen Anspruch? Die Gerberga hier? Mit 24? Oder die Desiderata Valpertingi? Oder die Annelsberga? Aha. Sind die denn alle drei verheiratet? Vermutlich. Die haben auch Kinder. Das ist nicht so geschickt. Wir müssen uns vielleicht vorher erst einmal in das Königshaus bringen, einheiraten. Wenn wir diesen Plan angehen wollen. Sie hat einen Sohn, Landulf, und wir? Wir haben eine Tochter. Allerdings ist unser Erbe Giorgio dieses Genie. Das heißt, so kommen wir nicht ran. Aber was wir jetzt vielleicht vorher machen können, ist, der Erbe ist Prinz Arichis. Der hat noch keine Gattin. Das ist vielleicht interessant. Wir könnten ihn zumindest mit unserem Haus verbinden. Ein Verlöbnis arrangieren, sollen wir das machen? Vielleicht mit Alicia, unserer ältesten Tochter. Sie ist zwar schwächlich, aber andererseits würde er keine matrilineare Ehe eingehen. Und die Prinzessin Ansia, auch wenn sie besonders hässlich ist, ist schon verheiratet. Das funktioniert auch nicht. Ich schalte mal auch auf die Reichskarte. Was ist hiermit? Sie hat einen schwachen Anspruch auf das Königreich der Lombardei und vererbt ihn nicht. Das heißt, da können wir nichts draus gewinnen, wenn wir es mit der Heirat verbinden. Wer hat denn noch Anspruch?
Das Königreich. Mir kam gerade der Gedanke, dass wir das Königreich direkt übernehmen. Aber das wird sich als schwierig erweisen. Ja, das ist nicht so einfach. Diese Kunigunda. Nein, wir lassen das erstmal. Wir wollen bloß die Kronautorität der Lombardei ändern. Damit wir auch Krieg gegen die Herzogin von Spoleto führen können. Genau, und dann ist noch ein weiteres Ziel, die Erbschaft zu ändern. Aber da müssten wir mindestens 10 Jahre regiert haben. Das haben wir bereits noch nicht. Starke Macht der Krone. Das Königreich der Lombardei. Ja, aber das will ich ja gerade verhindern. Aber Ultimogenitur wäre möglich. Oder eine Wahlmonarchie. Vielleicht ist die Wahlmonarchie tatsächlich in diesem Fall die beste Übergangslösung, damit auch unser genialer Sohn Giorgio unser Erbe antreten wird, ohne dass unser Reich gespalten wird und dann geschwächt. Das wäre nicht sehr förderlich. Schauen wir mal. Benevento, was gehört mir alles? Capua logischerweise, Benevento haben wir jetzt in der letzten Folge an uns gerissen. Foggia haben wir und Apruzium. Also dieses Eck. Und er gehört auch noch zu unserem Herzogtum. Wir haben ein echt großes, fällt mir da auf. Gut, jedenfalls zurück zum Plan. Wir werden jetzt den Intrigenfokus wählen. Müssten dann 13 Punkte in der Erträge haben. Nein, haben wir nicht. Vielleicht, wenn wir einmal weitermachen, einen Tag. Na? Jawohl. So, und was wir jetzt tun werden, ist, den König zu beobachten. Und vielleicht gelingt es uns, ihn in unsere Gefangenschaft zu bringen, wie gesagt. Und dann können wir auch endlich unsere Forderung geltend machen. Unser Neffe kann verhaftet werden, weil er eine Verschwörung geplant hat, nämlich weil Trude de Montbéliard möchte er töten. Seine eigene Frau. Ja. Weil. Warum eigentlich? Das verstehe ich nicht. Braucht mich auch nicht zu interessieren. Wir lassen ihn das tun. So, wichtige Entscheidung noch. Kronautorität. Nein, die lassen wir schön noch. Ich guck mal, ob wir Beziehungen zu unseren Vasallen verbessern können. Hier, der Graf von Bari mag uns sehr und jener von Apulia ebenso. Der Graf von Taranto kann noch ein bisschen besser gestimmt werden, aber auf jeden Fall die Gräfin von Catanzaro sollten wir noch auf unsere Seite bringen. Die ist auch erst 0 Jahre alt. Wer wird denn dann erben? Wer ist das denn? Ein anderes Haus, der Regent. Na, ich hoffe, der macht nichts Blödes. Er ist nämlich auch ein Sippenmörder, also wird er auch nicht zurückschrecken, wahrscheinlich die kleine Hermelinda zu töten, aber wir können da erstmal nichts tun. Hier der Graf von Salerno aus dem Hause Daufingi. Mag uns auch nicht besonders. Deshalb werde ich erstmal unseren Kanzler Guillaume nach Salerno schicken. Und wir lassen die Zeit mal ein bisschen schnell laufen. Und hier sehen wir auch schon den Start unserer Intrige. Ich und meine getreuen Schnüffler und Schleicher werden die Aktivitäten von König Adelchis von Lombardei genau beobachten. Wirklich ganz genau. Das finde ich gut. So können wir ihn eventuell einsperren. Das würde mir schon gefallen, ja. Der gute Herr sitzt hier in Pavia. Was hast du denn alles? Pisa, Firenze,
Also Florenz gehört ihm. Cremona, die Lombardei und Pavia. Er ist Herzog von Pisa und von der Lombardei und König der Lombardei. Marschall Liutard erzählte mir von seinen Ideen. Ich begriff eigentlich nicht, über was er redete, aber er war unerschütterlichen Glaubens daran, dass dies unser Militär verbessern würde. Gut, für 10 Gold finde ich das gut. Da verbreitet sich die Technologie schneller. Jawohl, die Kasernen in Tiano, die wir in der letzten Folge in Auftrag gegeben haben, sind fertiggestellt. Was haben wir hier? Es gibt nichts Neues oder Nützliches über König Adachius von Lombardei zu berichten. Allerdings hält mich nichts davon ab, wie mein zwielichtiger Informant so schön sagte, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Je größer die Lüge, Zwerge, Schuhe... Nein, er hat eine Affäre. 14% ist relativ gering. Ich glaube, ich setze ein Gerücht in die Welt, damit die Fürsten vielleicht ermutigt werden, meiner Fraktion beizutreten und die Kronautorität zu sinken. Ja, üble Gerüchte. Sehr schön. Und er schuldet jüdischen Geldverleihern Geld. Auch das wird, glaube ich, nicht gern gesehen. Ich weiß, dass einer meiner faulen Höflinge zu mehr in der Lage ist, als er sich bewusst ist. Ich will den Höfling zu mehr Ehrgeiz anspornen, denn ich glaube, das ist großes Potenzial. Gislari? Wieso Gislari? Wer ist denn Gislari? Naja, gut. Meine subtile Art, Gislari dazu zu bringen, sein wahres Potenzial zu zeigen, hat Wunder bewirkt. Es ist, als habe er erkannt, welchen Spaß Ehrgeiz machen kann. Ach so, den habe ich animiert. Habe ich gar nicht gemerkt. Jo, dann klopfe ich mir mal auf die Schulter. Bist du besser geworden? Schön. Und sind wir ehrgeizig geworden? Waren wir schon vorher? Jawohl, Graf Bernama hat uns jetzt lieber. Gute Arbeit, die unser Kanzler dort geleistet hat. Er hat auch schon einen Nachfolger, Adalgis, auch ein Genie. Wunderbar. Herzogin Kunigunda von Spoleto hat die Herzogin Kunigunda für Lombardei-Fraktion gegründet. Das Ausspionieren hat nicht viel gebracht. Nein, nein, ich bin mir sicher, dass er was in Schulde führt. Eigentlich will ich nur, dass er sich auf Reisen begeht und wir ihn dabei gefangen nehmen können. Aber jetzt hat er den Krieg erklärt. Okay, Anspruch. Um Herzog Peter Ills Anspruch auf die Steiermark. Wo ist denn dieser Peter Ill? Tatsächlich. Da ist aber nicht mehr viel übrig geblieben. Von dem Königreich oder... Hä? Wo ist das denn hin? Wo sitzt er denn? Ich sehe es nicht. Wo sitzt denn dieser König? Sein Wappen fehlt auf der Karte. Oder bin ich so blind? Ich habe keine Ahnung. Naja. Die Mission in Rom ist erfolgreich. Papst Benediktus III. Hat uns lieb. Sehr schön. Auch die Beziehung zu ihm sollte sich verbessert haben. Aha. Wir haben einen Lombarden im Kardinalskollegium. Hier Kardinal Poppo von Canefra. Und der nächste wird ein Deutscher wahrscheinlich. Nein, nein, immer noch ausspionieren, meine Lieben. Wir haben auch noch einen Kandidat, der nicht viel braucht. Aber... Bildung, Pietät, Alter. Ja, der ist noch recht jung. Und dieser Bischof Edwig von Worcester ist schon ein bisschen besser als unserer
unser bester Kandidat, sag ich mal. Aber das ist kein Problem. Die Herzogin hat ihre Fraktion aufgelöst. Das soll uns aber nicht stören. Auch fortschrittsmäßig gibt es vielleicht auf der Kulturseite demnächst etwas. Und der Spoletaner, von Salerno. Der mag uns jetzt noch lieber einmal noch und dann können wir ihn abziehen und vielleicht nach Catanzaro schicken, zur Gräfin Hermelinda, die zwar erst ein Jahr alt ist, aber man muss ja früh anfangen, ne? Jawohl, der Papst mag uns jetzt fast 100%. Leitet uns denn dann Geld? Nein, wieso nicht? Weil er gierig ist, das gibt's doch nicht. Ah. Bischof nominieren. Ja. Yassi Boy, erst damit. Das mache ich. An Herzog Panto Jr. Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich habe euren Gesuch zur Nominierung eines Bischofs angenommen. Tatsächlich. Ja, Yassi Boy, du alter Eunuch. Kann doch noch was aus dir werden. Ein Mandy, der zum Bischof wird. Das hatten wir, glaube ich, in der Geschichte noch nie. Ja? Gilt denn nämlich die päpstliche Investitur? Entschuldigung. Mir fehlt ein wenig Wasser. Die päpstliche Investitur. Doch. Tatsächlich. Deswegen habe ich ihn gebeten. Na schön. Mein Fürst. Ich habe einen erfolgsversprechenden Kandidaten entdeckt, der möglicherweise zum Beitritt zu der von euch favorisierten Fraktion gezwungen werden kann. Wie wünscht ihr denn nun weiter zu verfahren? Den Toskana, der uns liebt? Ja, nee, wir bedrohen ihn nicht. Wir machen das auf andere Art und Weise. Ich meine, er mag uns wahrscheinlich mehr als seine Gattin. Und deshalb sollten wir es uns damit nicht wirklich verscherzen. Meine Gemütsschwankungen und meine Wutanfälle werden schlimmer. Ich schlafe zu wenig, mache mir andauernd Sorgen. Oh je. Wir sind schon wieder gestresst, aus irgendwelchem Grund. Während seines Besuchs an meinem Hof überzeugte mich der Kanzler der Lombardei, Graf Muniches von Orvieto, was für ein gütiger und frommer Herrscher sein Lehnsherr ist. Na gut, jetzt mag ich den mehr sogar. Und unser Sohn ist erwachsen. Das freut mich ja, aber kommt wohl zu sehr nach nach mir, der arme Kerl. Aber der ist dann doch nicht genial. Das ist ein törichter Krieger geworden. Wie ist denn das passiert? Oh mein Gott. Da hätte mehr Potenzial drin stecken können. Da ist ja Vito vielleicht besser dran. Ach, die Flausen treiben wir ihn schon aus. Such mir vielleicht eine geeignete Gattin. Giorgio, wen kannst du denn heiraten? Eine etwas jüngere vielleicht? Hm. Am besten eine mit einer erblichen Eigenschaft, die positiv ist. Also hier so ein grünes Herz im spieltechnischen Sinne. Bertrada zum Beispiel. Wer ist denn Bertrada? Hat sie Geschwister? Ja. Und sie ist die zweitjüngste. Das heißt, sie... Oh. Ah. Moment. Bertrada. Bertrada. Herzog Arnul, der Jäger von Holland. Bertrada ist seine zweitälteste Tochter.
Wenn seine Älteste sterben sollte, dann würde Bertrada heiraten. Und wenn sie dann mit meinem Sohn Kinder hat, das gefällt mir gut. Sie würde dann das Herzogtum ihres Vaters erben und unser Enkel dann ihres, falls sie stürbe. Ich glaube, ich versuche da mal ein Verlöbnis zu arrangieren. Ja, tatsächlich. Das mache ich auch. Wenn das gelingt, haben wir auch gerade keine weitere Intrige am Laufen. Dann versuche ich, die ältere Tochter aus dem Weg zu räumen. Das klingt zwar ein bisschen perfide und gemein, aber solange das die zukünftige Braut unseres Sohnes nicht herausfindet. Ja, er nimmt den Vorschlag an. Sehr schön. Unser Giorgio hat eine Verlobte. Hoffentlich macht er da was aus seiner Fähigkeit. Naja, er ist jedenfalls nicht schlecht, was das Kämpfen angeht. Verehrter Herzog, wenn ihr glaubt, ich würde es irgendeinem meiner Vasallen gestatten, sich an Verschwörungen gegen mich zu beteiligen, dann seid ihr einem tragischen Irrtum unterlegen. Wenn euch euer erbärmliches Leben lieb ist. Oh, verdammt. Ja, okay. Was heißt das? Was für eine Intrige? Meinte er die Fraktion? Tatsächlich. Nein, unser Ziel ist in weite Ferne gerückt. Das gefällt mir gar nicht. Oh, was ist jetzt passiert? Jetzt ist er auch noch gestorben. Und sein Sohn hat geerbt, der nicht mehr Vormund von Vito ist. Wow, da ist jetzt aber viel passiert in den letzten Sekunden. Was jetzt mit unserem Sohn passieren wird und was wir mit diesem, wie wir mit diesem neuen König umgehen, ob wir überhaupt noch eine Fraktion, ja, die können wir jetzt wieder gründen, sehr schön. Ob wir das machen werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke jetzt erstmal euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte ein Like da. Oder Kommentare. Und ja, dann also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Floppy.